Zurück bei Under the Waves. Wir müssen Sektor A ausschalten. Das war das, was der gute Tim. Hieß er Tim? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich glaube, er hieß Tim. Genau, Tim hat uns das aufgetragen. Wegen dem Oberflächenfeuer. Sofortige Abschaltung von primärer Bohreinheit in Sektor A empfohlen. Na gut. Andere Missionen haben wir nicht momentan. Los geht's. Deswegen direkt dahin. Wieder dabei. Das war's wohl. Alles klar. Gut. Das ist der dritte Notfallsammelpunkt heute Morgen. Tim, sind wir hier? Ist das wegen uns? Was? Schau mal. Schau, was wir getan haben. Das ist zu viel, Tim. Ich kann nicht. Das ist viel zu viel. Ganz ruhig. Hör auf. Du bist nicht schuld. Das ist die Firma. War's schon immer. Was ist denn eine Firma, Tim? Sind Menschen. Du und ich. Wir haben einfach weggeschaut. Ließen sie machen. Ohne Gegenwehr. Das ist eine Lüge und du weißt es. Dein Vater, wir alle, haben gekämpft. Haben hart gekämpft. Die Treffen, Proteste, da war ich dabei. Und jetzt sind wir hier. Zusammen. Wie verdammte Verräter. Wir kämpften und verloren. Unitrench wollte diese Gewässer schon immer an sich reißen, aber einige von uns wollten den Schaden begrenzen. Ach, zum Teufel damit. Was? Die Drohnen. Ich wollte sie aus ihrem Bunker holen, aber sie stecken fest, Haupttor blockiert. Man kann sie nicht aktivieren. Ohne sie sind die Bohrinsel und Sektor B verloren. Was kann ich tun? Ach, Stan. Du hast selbst genug zu tun. Sektor A bleibt Priorität. Wenn du aber zur Drohnenkontrolle hin könntest und die Tür reparieren... Wenn du sie in Bewegung bringen könntest, dann... Ich probier's. Ich muss zum Krisentreffen. Viel Glück, Stan. Mach keinen Blödsinn. Hörst du? Hab ich nicht vor, mein Freund, aber... Die Kacke ist ja ziemlich am Dampfen gerade. Also hier komme ich jetzt gar nicht rein. Ja. Genau. Die Leitungen auf der Bohrinsel platzen. Tja. Dann war's das mit dem Leben in diesem Wasser. Aber dann muss ich ja das mit der Tonsteuerung. Was haben wir getan? Naja, ich muss das zuerst machen, sonst geht das Tor ja nicht auf, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt von Tim. Man ist übrigens gar nicht so weit weg von der Oberfläche. Kann ich überhaupt da raufschwimmen? Oh, cool. Das ist ja nice. Aber es ist halt stockdunkel, ne? Und der Sturm tobt immer noch. Krass, Mann. Ich dachte, wir sind viel tiefer unten. Wie komme ich jetzt wieder runter? Also. Herrje. Alter, ich komme nicht mehr runter. Jetzt. Ich dachte schon. Aber cool, dass das geht. Habe ich noch gar nie ausprobiert. Dieses komische Zeug kann man jetzt... Das sollte jetzt eigentlich gehen, ja, genau. Voll der Prototyp-Laser. Chaos, das Unitrench hinterlassen hat. Da ist ein Helikopter. Da gehe ich mal kurz ein bisschen auf Erkundung.
eine Truhe. Schneekugel. Weihnachten 1969. Die ist schon eine Weile hier draußen. Oh, da fehlt aber noch viel. Na gut, ich werde da nicht alles machen. Ah, Metall. Sollte denken, man könnte das hier ausbaggern. Die Verschmutzung hier verhindern. Naja, Stan, man kann nicht alles machen. Und schon gar nicht als einzelner Mensch. Und halt, wenn du so einen großen Konzern hast wie Unitrench, denen eh alles scheißegal ist. Ich bin beim Drohnenbunker. Okay, such nach dem Wartungszugang. Geht klar. Ist er nicht in einem Meeting? Zentrale Drohnensteuerung. Und was erwartet uns da wieder für eine Vision, oder? Vielleicht kommt die Tochter wieder. So viel Müll. Hä? Jetzt ist die Musik abgeschmiert. Wo ist denn die Steuer? Ah, unten ist der Eingang, okay. So. Komme ich hier dann jetzt rein? Ich hoffe es. Es wäre zu wünschen. So, na, Neustart. Auf jeden Fall. Ja. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hä, wer soll denn hier sein, Stan? Oder hat er versucht, Tim zu erreichen? Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass hier irgendwas anderes noch abgeht, aber vielleicht ist irgendwo ein Taucher unterwegs, der hier Sachen manipuliert. Das könnte natürlich auch sein. Ein ehemaliger Mitarbeiter, der eigentlich für verschollen galt, der jetzt irgendwie sich an der Firma rächen will. Das kann natürlich auch sein, ne? Wobei, es gibt keinen klaren Hinweis auf sowas. Aber das wäre ein cooler Plot-Twist. Der Eingang zum Drohnenlager sollte hier sein. Wenn hier irgend so ein böser Taucher irgendwie umgeht. Oder eine böse Taucherin. Und hier so Sachen manipuliert. Das wäre nice. Aber vielleicht ist es ja so. Wer weiß. Mal schauen. Ich habe gesagt, die Fackel kann ich gebrauchen. Das Setting wäre dafür gemacht, so ein bisschen ein Horror-Element noch einzubringen. Das würde ich echt abfeiern. Aber man kann nicht alles haben. Mal schauen. Die Atmosphäre ist schon beklemmend hier unten. Es kommt schon gut rüber in dem Spiel. So, wieder den Aufzug benutzen. Verliere dich. Die Haupttür. Muss die Haupttür öffnen. Mist. Ja, das mit der Haupttür ist mir klar. Aber wo soll die sein? Davon kann man nie zu viel haben. 13 habe ich mittlerweile. Oh ja. Das darf nicht vergeudet werden. Das Update hat schon vollgebracht mit dem größeren Sauerstoffkapazität. Nein. Mein Traum. Nein. Was? Nein, du kannst nicht echt sein.
Hä, was? Wovon redet er? Das ist verrückt. Das kann nicht sein. Ach, verdammt nochmal! Ich glaube, er dreht langsam. Die Garage ist weiter unten. Ich glaube, er dreht langsam ein bisschen durch. Wenn ich das alles echt ist, wenn ich nicht gerade halluziniert, dann muss ich da irgendwie durch. Ich muss was finden, um es wegzubekommen. Ein Haufen Elektronik. Ach, das, von dem redet er, von diesen komischen Partikeln oder was das ist. Genau, die waren im Traum, stimmt. Das Ding hat die Drohnen zerstört. Ist das lebendig? Ist das vielleicht so eine experimentelle Lebensform oder sowas? Soll ich da reingehen? Ich muss... Da steckt eine Menge Energie drin. Ab so mal Kohle sammeln. Nein! Nein! Geh zurück! Ah, nein! Verpiss dich! Mein Sauerstoff geht mega schnell nach unten. Was? Hä? Was ist los? Irgendwas ist hier drin. Ich muss mich davon fernhalten. Was auch immer es ist. Was ist das, verdammt? Der Sauerstoff ging mega schnell nach unten. Bin ich jetzt hindurchgeschwommen? Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite jetzt. Ja, bin ich. Aber ganz ehrlich, das ist so komisch. Was ist denn das? Oder bildet er sich das nur ein? Aber was, wenn das so eine... Ja, ein Licht in der Dunkelheit. Wenn das so eine experimentelle Lebensform ist, was hat die für einen Zweck? Boah, ich weiß es halt nicht. Geht's nochmal hier durch? Muss ich hier? Warte mal, ich versuche was mit der Fackel zu machen. Gefällt dir nicht, hä? Ha, tatsächlich. Noch ein bisschen weiter. Komm schon. Mach schon. Deswegen gibt's hier so viele Fackeln. Jetzt habe ich das auch verstanden. Weil das Teil klaut mir echt Sauerstoff. Aber... Ich hab gedacht, ich bin tot da vorhin. Plastik. Das kann ich gebrauchen. Zum Glück hatte ich von einem Sauerstoff so einen Stab noch eingeworfen. Vielleicht sollten wir Tim mal davon berichten. Keine Einbildung sein. Was soll denn das für eine Einbildung sein? Warnung vor Drohnenausfall. Warnung. Mehrere Drohnenausfälle in Ihrer Region registriert. Ursache unbekannt. Erhöhte Kohlenwasserstoffwerte entdeckt. Möglicherweise Zusammenhang mit einer Störung. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was? Es muss einen anderen Weg da reingeben. Oh, jetzt ist hier zu, oder was? Die Tür schwimmt auch noch hier rum. Jetzt blockiere ich mich. Ah ja. Eine Platine. Praktisch. Das sollte funktionieren. Das wird hier immer abstruser und mysteriöser irgendwie.
Das tut gut. Okay, und jetzt hier rein. Und das rausschlagen. Geht das überhaupt unter Wasser so einfach? Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Oh, so einfach auf gar keinen Fall. Okay. Okay. So. Bin ich jetzt schon im Hauptraum? Sieht ein bisschen so aus. Einfach mal das Teil hier bedienen, ohne zu wissen, was es macht. Mein Gott! Stan! Scheiße! Oh Gott, Tim! Du hast mich zu Tode erschreckt! Endlich habe ich ein Funkgerät. Ich wollte mich nur melden. Tja, das ist ein Chaos. Es gab ein Leck bei den Chemikalien oder ein paar seltsame Blutegel. Sie sind da irgendwie reingelangt. Blutegel? Stannis, bist du... Mir geht's gut. Mir geht's gut. Pass auf, oben herrscht totales Chaos. Ein Bohrer in Sektor A hat sich gelöst. Die Folge war der komplette Zusammenbruch. Nun brennt die Bohrinsel wie eine Fackel. Wir brauchen diese Drohnen, Stan. Ich habe... deine Position. Gut. Du bist bei der Freigabe für den zweiten Ausgang. Ich habe ein Problem. Die Türen sind fest verschlossen. Etwas hat wohl einen Lockdown ausgelöst. Seltsam. Ich sage der Wartung, sie soll dir einen Notausgang suchen. Bis dahin, versuch den Ausgang aufzukriegen. Gut, Ausgang. Alles klar. Gar nichts ist hier klar. Zellensicherheitssystem zurücksetzen, Ausgang für Drohnen suchen. Der Bereich ist ja einfach wieder riesig. Was denn da? Boah, das ist ja riesig, Mann. Alles unter Wasser gebaut, vor allem. Sieht aus wie eine Reparaturplattform. Elektronische Komponenten? Ja, warum nicht? Das ist das Drohnensteuerungskommando, okay. Jetzt los. So. Ich muss was übersehen haben. Jetzt fängt das wieder an. Drei Ballons. Ich habe aber nur eine. Oder mehr? Habe ich mehr? Nein. Na toll. Wo kriege ich jetzt Batterien her? Hier. Ah. Werktisch. Ah, ich kann mir die herstellen. Kann ich mir die herstellen? Habe ich das Rezept dafür? Ah, warte, hier sind noch zwei. Ja, gut. Wunderbar. Zum Glück hatte ich noch eine. Na, das ist ja gut. Ich glaube, ich könnte Batterien herstellen. Ich bin mir da nicht sicher. Egal, ich brauche es nicht. Zwei gefunden, einen hatte ich dabei. Das sollte dann reichen. Türen sollten jetzt wieder aufgehen. Okay. Mal schauen, ob dem so ist. Was ich mache. Warte mal. Ah, was liegt denn jetzt hier im Weg? Ich drehe einfach, es passiert gar nichts. Ärgerlich. Na toll.
Ich muss was übersehen haben. Ich hasse das. Na, was habe ich denn wieder übersehen? Dieses Sonar ist irgendwie für nichts. Das zeigt mir einfach gar nichts an. Es zeigt mir diese Steuerungsplattform an, aber was soll ich denn da machen? Warte mal. Also Strom ist jetzt da, aber was zum Teufel passiert, wenn ich da drehe? Ich verstehe gar nicht, was passiert. Passiert da gar nichts. Die Rätsel sind ein bisschen... Oder ich stehe wieder auf dem Schlauch wie beim letzten Mal, aber so richtig verstehe ich jetzt halt auch wieder nicht, was sie machen soll. Ich meine, ich kann hier drehen, aber es bringt mir halt nichts. Ich wette, ich kann dieses Gehäuse wiederverwenden. Was passiert genau, wenn ich drehe? Warte mal. Ach so. Aha, ich leite den Strom irgendwie. Aha, jetzt habe ich es verstanden. So, ja, oh Gott. Zum Glück weniger lange als beim letzten Rätsel. Jetzt ist es mit Strom versorgt, dann sollte es jetzt gehen, oder? Hoffe ich. Es geht wieder nicht. Doch. Fliegt los. Türen sind offen. Die meisten. Einige bewegen sich nicht. Gut. Reaktiviere so viele von den Dingern wie möglich. Gut. Drohnenarbeit. Okay. Ey, das ist so heftig. Dieses Konstrukt hier unter Wasser, Mann, das ist so krass einfach. Hey, aufwachen. Kleines Dröhnchen. Muss arbeiten. Los. Drohne aktiv. Gutes Dröhnchen. Los, geh. Kann ich mich ranhängen? Ah, schade. Wie viele sind es denn? Das kann ja dauern. Oh Gott. Ich muss gar nicht absteigen, um das Zeug zu aktivieren. Das sind ja 1000 Drohnen. Muss ich die jetzt alle aktivieren oder was? Ist ja übel. Aktiviert. Hol sie dem. Ach so, nee. Ja, aber das kann ja nicht sein. Muss ich jetzt alle drucken? Boah, das geht aber ein Weilchen. Vor allen Dingen, ich habe gar keinen Überblick, wo ich schon war und wo nicht. Ich mache einfach mal weiter. Vielleicht triggert das dann irgendwann das weitere Vorgehen für das Spiel. Sauerstoff habe ich ja genug. Die letzte. Ah, okay. Das war aber nicht die letzte. Hä? Ausgang für Drohnen suchen. Muss ich das jetzt machen? Ah, jetzt bin ich abgestiegen. Das wollte ich gar nicht.
Ja, ich kann jetzt ewig so weitermachen, aber... Das will ich eigentlich nicht. Komm, ich mach alle. Scheiß drauf. Ich mach alle. Ich sehe ja, wo sie sind. Sie schweben vor dem Ausgang. Das ist gut. Und dann... Das sind wahrscheinlich irgendwie 50 oder so. Sind noch welche. Hier schweben alle, bis auf die hier. Okay, komm, das reicht. Das ist mir zu viel. Aber was ich jetzt machen muss, weiß ich auch nicht. Ausgang für die Drohnen finden. Keine Ahnung. Werktisch. Kaputte Drohne. Vielleicht auf die Seite. Warte mal. Ich dreh mal weiter. Das ist einfach für den Werktisch, alles klar. Okay. Emma wäre stolz. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich drehe nochmal eins weiter. Und jetzt? Ich müsste doch... Ah, warte mal, da hinten. Das müsste es sein, oder? Das muss es sein. Gut. Yes. Zweiter Ausgang offen. Fliegt, meine Kinder, Tim? Fliegt. Hilfe ist unterwegs. Ich verfolge soeben die Flotte. Gut gemacht, Junge. Jo. Sie kümmern sich um das Feuer auf der Plattform und um das, was drüben in Sektor B vor sich geht. Aber das ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Du hast schon mehr als genug getan. Ja, ich bin auf dem Weg. Stan, ich habe ein Treffen mit dem Krisenstab. Sieh zu, dass du da rauskommst und wir reden weiter. Mann. Mit Vergnügen. Wo? Kann ich durch den gleichen... Ja, ich kann durch den gleichen Ausgang raus. Zum Glück, ey. Das lief jetzt deutlich besser als bei der letzten Aufgabe da, wo ich zu lange gebraucht habe für diese blöden... Ich verdünnisiere mich hier. Das fühlt sich ungut an hier. Stan, wir empfangen die Drohnensignale laut und deutlich. Sehr gute Arbeit, wirklich. Wir schicken sie zur Feuerbekämpfung. Halte die Stellung, bis wir alles unter Kontrolle haben. Was dann? Was dann? Was ist mit Unitrench? Wenn das rauskommt, ist bestimmt die Hölle los. Ich weiß nicht, Stan. Das ist echt Neuland. Du solltest sehen, wie es hier oben aussieht. Es ist schrecklich. Ja. Ja. Das Ups. Kann ich mir vorstellen. Das wollte ich nicht. Den
Buckelwal und den Walhai. Nur noch die beiden fehlen mir. Okay, cool. Buckelwal und Walhai. Sollte ich eigentlich direkt erkennen, wenn ich sie sehe. Jedenfalls. Wir brauchen dich in Sektor A, Stan. Ja. Stell die Bohrer ab. Verstanden. On my way.